So. So, 1800, das ist ziemlich super. Oh, stimmt, ich wollte mir die restlichen Dings hier noch rausholen. Aha, guck mal, ich kann sogar einfach die Ananassamen mitnehmen, die brauche ich noch nicht. Die werden erst später wichtig, oder? Für den Sommer. Cool, okay. Gießen wir mal ein bisschen mit. Müssen sie ja nicht alles alleine machen. Weil wir Good Boys sind einfach. Denk an Van heute. Ich habe Van nicht vergessen. Van ist immer in meinem Herzen und eine Erinnerung ist immer in meinem Inventar. Ich meine, Winventar. Es ist... Ah. So. Voll der Thrill einfach, dass man den Knopf nicht zu lange gedrückt hält. So, okay. Eigentlich brauche ich die überhaupt nicht. Ich bin viel schneller und effizienter, wenn ich das alleine mache. Oh mein Gott, ich habe BNA gesehen. Straßenlaterne. Okay, cool. Kann ich was mit denen machen? Nö. Verrückt. Hier war keiner. Der sollte schon hier mit drin sein, oder? Ben musste erst freischalten. Ach. Oh Mann, das wird immer komplizierter hier. Ein Juwel der Weisheit hinter der Statue. Okay, was bringt mir das? Wenn du 9 davon sammelst, wird dein wahrer Daseinszustand offenbart. Okay. What? Das ist... Jede Straßenlaterne untersuchen, um Energiebalken zu bekommen. Okay. Was geht ab? Plötzlich sind überall Juwelen der Wahrheit versteckt. Ich drehe durch. Und ja, mit BNA meine ich diesen neuen Netflix-Anime. Der ist übelst cute. Also ich habe den echt gerne geguckt. Ich habe auch irgendwie alle 12 Folgen irgendwie in fast einem Sitting gesehen. Ich glaube, ich habe die letzten 2 irgendwie die letzten 2 habe ich mir irgendwie am nächsten Tag angeguckt, aber er ist schon ganz cool. Und das Intro und das Outro sind großartig. Oh mein Gott. Love it so. Okay, hier komme ich ja anscheinend irgendwie nirgendwo mehr hin. Ich glaube, ich habe alle Dinger jetzt durch. Kann ich mir denn jetzt Hühner kaufen? Wahrscheinlich auf der Geflügelfarm. Das macht Sinn. Gehen wir doch direkt nochmal zurück.
Ich meine, BNA ist halt von Trigger, also den Leuten, die halt auch Killer Kill gemacht haben. Oder, wie hieß es? Gurren Lagann. Daher wundert es mich nicht, dass ich den auch geil finde, aber ist halt schon cool. Ein Tier kaufen. Und zwar... Ich möchte einen Alpaka haben. Oh mein Gott. Okay, Hühner kriege ich hier auf jeden Fall nicht. Oder hätte ich da weiter scrollen müssen? Nee. Ah, das sieht aus wie was, wo ich einen Huhn bekomme. Meine Güte, kann ich was für dich tun? Ich möchte einen Huhn kaufen. Oder möchte ich ein braunes Huhn oder möchte ich ein normales Huhn? Sie kosten gleich viel, daher ich habe keine Präferenz. Ich glaube, ich nehme das Weiße. Ich finde das süßer. Na dann sag mir bitte einen Namen. Okay. Wer als nächstes subscribed, wird zum Huhn. Prost. Gezüchtete Hühner mögen dich mehr als gekaufte. Okay. Okay, Sol hat subscribed, das heißt Sol wird zum Huhn. Ist auch ein schöner Name. So, wenn du Hühner aufziehst, füttere sie jeden Tag. Besorge dir Hühnerfutter vom Futterspender und gib es in den Futterbehälter. Gib ausreichend Hühnerfutter für alle Hühner in die Behälter. Wenn du vergisst, sie zu füttern, wachsen sie nicht und legen keine Eier. Du kannst deine Hühner auch direkt füttern. Es ist wichtig, deine Tiere mit Liebe und Zuneigung aufzuziehen. Stell dich in die Nähe eines Huhns und drücke zum Reden auf den Bestätigen-Knopf. Solange deine Hühner angemessen gefüttert werden, legen sie pro Tag ein Ei. Je mehr dich das Huhn mag, desto höher ist die Qualität des Eis. Legst du dann einen Brutkasten, schlüpft dann in ein paar Tagen daraus ein Küken. Okay, also kann ich sagen, das Huhn befruchtet sich selbst und vermehrt sich selbst. Es ist literally Maria, Mutter von Jesus. Und das Küken ist einfach literally Jesus anscheinend. Auf der Farm geborene Küken mögen dich eher als Küken, die gekauft werden. Läute eine Glocke in deinem Hühnerstall, um deine Hühner nach draußen zu lassen. Lasse sie mehrere Stunden lang draußen, damit sie ihr eigenes Futter finden und du sie nicht füttern musst. Um 20 Uhr kehren die Hühner draußen automatisch in den Hühnerstall zurück. Voll praktisch. Ja, ich glaube, ich möchte ein bisschen Hühnerfutter kaufen. Das ist irgendwie ganz praktisch. Erstmal ein bisschen unbefleckte Empfängnis. Kann passieren. Passiert den besten Leuten. Plötzlich hast du ein Kind, ohne dass du was gemacht hast. Und dann hast du plötzlich eine ganze Religion da herum. Versuchst es zu vermeiden, so gut es geht, aber dann ist halt einfach so. Läuft manchmal ein bisschen doof. Dieser Behälter ist vollkommen leer. Okay. Hey Sol, hier ist etwas Futter für dich. Und schon ist Sol einfach dabei, Alter. Nice. Dann holen wir die ganze Geschichte doch gerade mal raus. Oder auch nicht. Musun gründet erstmal eine ganze Religion. Yes, er hat's geschafft, guck mal. Nice. Oh. Be happy, Alter. Sei das glücklichste Huhn. Wenn das Huhn glücklich ist, bin ich auch mega happy. Haben wir Cliff eigentlich schon, halt deine dumme Fresse, Alter. Haben wir Cliff eigentlich schon die Trauben gegeben? Was habe ich mit der Sichel vor? Das wirst du noch sehen. Wenn die ganze Stadt in Purpur gefärbt wurde, unter dem Vollmond der Trauer, wirst du sehen, wofür ich diese Sichel mitgenommen habe.
Oh nein, er ist weg. Wo ist er denn? Haben wir einen Tagesablauf von den Dudes oder so? Oh, er hat tatsächlich schon ein lila Herz. Aber keiner weiß, wo er hin ist. Im Restaurant oben, okay. Hier ist der Arzt. Hier ist der Gemischwarenladen. Bücherei. Gasthaus. Okay, dann ist er wahrscheinlich im Gasthaus, ne? Ich habe das Herz-Event von ihm noch nicht gemacht. Hier ist halt literally niemand. Kann ich einfach nach oben gehen, so ungefragt? Oh mein Gott! Oh oh, hier fühlt wohl jemand was im Schilde. Hey! Hey Chris, wie läuft's mit deiner Farm? Mir geht's genau wie immer. Weißt du, dieses geruhsame Städtchen hat irgendwie etwas Zeitloses an sich. Mal gucken, ob ich ihm... Du hast mir heute schon etwas geschenkt. Ich könnte nicht mehr erwarten. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es verdient habe. Cliff, du hast mein fucking Herz verdient, okay? Du bist einfach Best Boy. Kann ich dir was klauen? Kann ich mit dir in einem Bett schlafen? Ich kann mir nur vorstellen, wie unglaublich erregend es sein muss, mit einem total vollgeschwitzten, nach Huhn miefenden Dude in einem Bett zu liegen. Und ich meine, ja, ist ja immer schon ein Doppelbett, ne? Sowas will man mehr. Ist doch halt voll okay. Machen alle so mega den Stress deswegen, aber eigentlich ist das doch voll gechillt. Ich habe halt nicht mal ein Badezimmer. Ich kann literally nicht mich sauber machen. Es geht einfach nicht so. Ach. Oh, nice. Erstmal richtig viel Geld machen. So, ich habe fast ein Gefühl, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, jetzt noch groß was anzubauen, weil irgendwie in 2 Tagen eh Sommer ist. Und dann können wir die Ananas anpflanzen, Alter. Oh mein Gott, los geht's. Bin ich mit dabei? Der Gedanke mit dem fehlenden Bart ist mir noch gar nicht gekommen, lese ich gerade. Brudi, er hält einfach seine Blase seit 26 Tagen, seitdem er hier ist. Er war nicht auf dem Klo. Außer heimlich in der Quelle. Da kann sein, dass da mal ein Unfall passierte, aber ansonsten... Damn, Rudi. Hält er aus, so. Hält er definitiv aus. Perf. So, sehr gut. So, okay. Kann ich noch irgendwas groß machen? Ich glaube tatsächlich eigentlich nicht, ne? Jetzt bin ich eigentlich auch langsam durch. Ach nein, ich muss mich um mein Hühnchen kümmern. Oh mein Gott, ganz vergessen, dass das noch passierte. Oh mein Gott. Sehr gut. Lass mir das Huhn gerade noch raus. Vergiss einfach das Huhn. Ich bin halt noch nicht im Huhn drin. Das klang sehr falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Das Huhn ist noch nicht so ganz auf meinem Schirm. Es ist so neu, da bin ich noch nicht dran gewöhnt. FBI open up. Kommt, ihr wisst, wie ich das meine.
Du brauchst dem Hund in sonnigen Tagen kein Futter geben, wenn du es rauslässt. Aber ich mache es trotzdem, weil ich es lieb habe, okay? Lass dich mein Hühn zweimal füttern, wenn ich möchte. Lass dich mein Huhn doppelt füttern, wenn ich Bock drauf habe. Hier. Okay, er hat mittlerweile ein lilanes Herz. Kann ich da irgendwas mitmachen? Bringt mir das jetzt irgendwas? Oder ist das immer noch so? Keine Ahnung. Wie kann ich ihn triggern, damit da irgendwie neuer Stuff passiert? So, da magst du doch bestimmt Honig, oder? Okay, sehr gut. Die gut laufende Ernte und das fehlende Bad, das macht endlich Sinn. Dünger direkt von der Quelle. Uff. Big Uff, Alter. Holy shit. Don't do it, Mann. Wie geht es dir, während ein Stream gesteifert? Mir geht es ganz okay. Ich war jetzt eine Woche mehr oder weniger krank. Energy Levels sind noch ein bisschen low, aber mir geht es schon wieder gut genug, dass ich mir dachte, ich kann mich eigentlich mal wieder hier hinsetzen und ein bisschen was machen. Daher... alles gut, alles gut. Das erste Herz-Event hatte ich, wo der Pfarrer mich zu Cliff geschickt hat, um sich mit ihm zu unterhalten. Okay. Aber wie schalte ich dann den zweiten frei? Was mache ich da eigentlich? Ich muss sie doch so kaputt machen, oder? Montag oder Mittwoch? Genau, um 4 in die Kirche. Um 4 Uhr morgens oder 16 Uhr? Okay, dann gehen wir Montag 16 Uhr mal in die Kirche und gucken, was passiert. Meine Sicht ist eine Stufe gestiegen. Juhu! So, das, 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 plus das, 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 plus viel Spaß. So, war ich geschlafen. So müde!